Schwimmt lieber heim. Wir sind doch gerade erst gekommen. Naja, es wird regnen. Den ganzen Tag, wenn man die Wolken so sieht. Ich habe wie jeden Samstag Lehrerkonferenz und ihr solltet zurück nach Mako. Da seid ihr sicher. Wir passen auf und werden nicht nass. Glaubt ihr, das ist so leicht? Ich habe doch gesagt, ich möchte so schnell los, wie es geht. Ich habe angefangen. Ich habe nur kurz überlegt, was ich mitnehme. Wir machen die Vater-Sohn-Camping-Tour jedes Jahr. Was gibt's da zu überlegen? Am Ende vergesse ich aber doch immer was. Vergiss lieber nicht deine Regensachen. Was? Wieso? In der Wettervorhersage wird ein Sturm angekündigt. Es regnet ja noch gar nicht. Wir können immer noch zu Zack, ihm die Kräfte nehmen und dann nach Mako aufbrechen. Wenn wir unserer neuen Tante Rita glauben, sind wir draußen hilflos wie gestrandete Wale mit unseren Fischschwänzen. Willst du echt noch länger warten, um ihn zu entzaubern? Wir haben keine Wahl. Wir können ja nicht raus, wenn es regnet. Vielleicht regnet es, aber vielleicht auch nicht. Meerjungfrauen können doch verhindern, dass es regnet. Oh nein. Wir werden nicht mit meinem Mondring das Wetter ändern. Wir haben für Schnee gesorgt. Meine Haut. Es juckt wie verrückt. In deinem Gesicht auch. Was ist mit uns los? Was soll das Theater, Zack? Du weißt, wie sehr dein Vater diese Campingausflüge liebt. Wenn du keine Lust mehr darauf hast, dann spiel nicht diese Spielchen. Das hat er nicht verdient. Aber er ist wirklich krank. Cam, bitte. Wenn sein Vater sagt, er ist nicht krank. Schauen Sie mal, dann merken Sie, wie er glüht. Meine Güte, du hast Temperatur. Oh, Schatz, es tut mir so leid. Tut mir leid, Ihren Nichten geht es überhaupt nicht gut, Mrs. Santos. Warum? Was ist denn? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Die Symptome sind mir völlig unbekannt. Sie müssen ins Krankenhaus für ein paar Tests. Oh, es ist ganz sicher nicht so schlimm. Tests? Wir können nicht weg. Nur so finde ich heraus, was euch fehlt. Rufst du einen Krankenwagen, David? Ja, klar. Danke, David. Danke, Doktor. Ciao, David. Ciao. Ehrlich, so langsam bin ich es leid, euch dauernd die Flosse zu retten. Verstanden?